Ja, dann herzlich willkommen zum Vortrag aus der Pharmaindustrie, Cutter in der OPEX-Welt bei Boehringer Ingelheim Microparts. OPEX-Welt, Operational Excellence, ich habe nochmal hier einfach die Definition mal mitgebracht, die ja ganz, ganz simpel und einfach ist. Der Taichi Ono hat eben gesagt, wir brauchen ja nur auf die Durchlaufzeit zu achten und deshalb ist mir jetzt nochmal wichtig, dass wir das gleiche Verständnis haben, Operational Excellence. Es ist eben nicht nur, dass sich das auf die operativen Prozesse bezieht, sondern das ist eben das gesamte System, was betrachtet wird, um die Durchlaufzeit eben zu reduzieren. Alle angrenzenden Prozesse, Informationsflüsse, wie schnell kann eine Organisation Entscheidungen treffen, wo werden die Entscheidungen getroffen bei Unvorhergesehenen, wie schnell kann eine Organisation reagieren. Also das Thema Flexibilität, wenig Variabilität zu haben, das sind alle Dinge, die zu Operational Excellence mitgehören. Und das ist ein hehres Ziel und es ist ein langer Weg und auf diese Reise hat sich Boehringer Ingelheim Microparts begeben und ich möchte ein bisschen berichten, was haben wir schon bereits geschafft auf dem Weg zu Operational Excellence und wie kommt jetzt auch Cutter bei uns mit ins Spiel, um noch stärker Richtung perspektivischem Denken und Handeln zu gehen und auch noch stärker die Mitarbeiter auf allen Ebenen mit einzubeziehen. Das versuche ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten zu vermitteln. Ich hoffe, dass ich da Ihnen ein paar Anregungen geben kann. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich habe, bevor ich in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, habe ich 12 Jahre lang in der Automobilindustrie gearbeitet, ganz viel Richtung Lean Management und Produktionssysteme. Habe eine Produktionsleitung in der Lackierung inne gehabt und bin jetzt seit 7 Jahren in der Pharmaindustrie. Auch da hat man etwas später eben angefangen, Lean-Transformationen durchzuführen, die ich begleitet habe. Habe dann am Standort Dortmund eine Betriebsleitung übernommen, bin dann in eher in strategische Themen mit reingegangen und habe die deutschen Produktionsstandorte in der Umsetzung von Business Process Excellence begleitet und leite jetzt die Produktion am Standort Dortmund. Mein Schwerpunkt war schon immer das Thema Shopfloor-Management, weil ich denke, das ist ein sehr kraftvoller Hebel eben. Wirkungsvolle Führung führt eben zu, ich sag's mal in Anführungsstrichen, guten, besseren Mitarbeitern, bessere Mitarbeiter zu besseren Prozessen. Und wenn wir bessere Prozesse haben, haben wir gute Ergebnisse. Also von daher ist das ein Schwerpunkt und von daher ist es auch die Weiterentwicklung von Lean eben mit Cutter eine gute Ergänzung. Wenn wir über den Standort reden, Boehringer Ingelheim Microparts ist eine 100% Tochter von Boehringer Ingelheim, familiengeführtes Unternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern weltweit. Dortmund ist ein Standort in der Humanpharma von 8 jetzt in Europa, einzigartig mit Herstellung von Medizinprodukten. Unser Produkt ist der Respimat, einzigartig von der Feinverteilung der Sprühwolke, von daher einzigartig im Hinblick auch besser als ein ursprünglicher oder normaler Handyhehler, wo eben der Wirkstoff nicht so stief in die Lunge kommt, wie eben mit dem Respimaten. Der Standort hat knapp 700 Mitarbeiter und ist 1990 als Start-up gegründet worden und seit 2004 im Unternehmensverband der Boehringer Ingelheim. Produktionskapazität, also wir produzieren 45 oder 44 Millionen Respimate, da haben wir die Möglichkeit am Standort zu fertigen. Ja, wie erreichen wir unsere Ziele, brechen wir die Unternehmensvision herunter? Wir haben einen sehr, sehr strukturierten Strategieprozess von der Vision, Mission, die wir natürlich auch aus dem Unternehmenskonzern aus Ingelheim bekommen. Und es ist zum einen den Auftrag, den wir haben am Standort. Die Boehringer Ingelheim hat eine Vision ausgerufen, 2025 mit bestimmten Zielen. Und von daher haben wir einen klaren Auftrag, was wir dazu beitragen. Das eine ist das Thema was, das andere ist das Thema wie. Es gibt, denke ich, wie bei Ihnen auch in Unternehmen, eben Unternehmenswerte, aber eben auch ganz konkrete Ziele, wie wir miteinander arbeiten wollen. Also was heißt das Thema Verantwortung für uns, was hat das Thema Agilität für uns, was heißt das Thema auch für jeden einzelnen Intrapreneurship. Also das sind Sachen, die wir im Rahmen eines Strategieprozesses runterbrechen.
Das ist eben, was ist unser Auftrag, wie wollen wir das erreichen? Und wir haben ganz konkret in diese Strategieumsetzung nochmal viel Zeit investiert und haben einen Businessplan daraus generiert. Das habe ich hier angedeutet, einen Businessplan mit dem Hinblick 2021 plus und haben dann runtergebrochen, was heißt das für die einzelnen Jahre für den Standort Dortmund. Ein Businessplan sieht bei uns so aus, dass wir einen Soll-Wertstrom erarbeitet haben und dann für alle zwei Jahre eben Zielzustände zu diesem Wertstrom definiert haben. Wir haben die kulturelle Dimension abgebildet. Das heißt, was wollen wir in unserer Zusammenarbeit bis dahin geschafft haben? Wie sieht das aus mit Feedback-Kultur? Wie sieht das aus mit Problemlösekompetenz? Und eben auch Methoden, die wir da abbilden wollen. Das ist ein Alignment auch vom Management-Team und wir haben das dann mit allen unseren Führungskräften in Workshops besprochen und ergänzt, sodass es ein gemeinsames Ergebnis für den gesamten Standort ist. Was wir gemerkt haben, das hat Grenzen. Wir haben das in Vollversammlungen auch den Mitarbeitern weitergegeben und das ist ein Stück weit dann schwierig, das ist Information. Und deshalb auch sehen Sie nachher, warum machen wir Kata? Wie kriegen wir das wirklich noch stärker auf die Mitarbeiterebene? Nur damit Sie ein Gefühl haben, was ist was ist alles konkret drin? Also wie gesagt, Wertstrom, wir haben Leitkennzahlen, auf die wir quartalsweise gucken und wir haben genau einen Zustand beschrieben. Das hat technische Komponenten, wo wir sagen, bestimmte Module wollen wir eliminieren. Wir wollen in der Produktentwicklung weitergehen und wir haben eben aber auch kulturelle Dimensionen mit abgebildet. Wie sieht nun unsere Reise aus, die wir gegangen sind? Wir haben gestartet mit punktuellen Optimieren, wie 5S-Methoden implementieren. Sind dann über bereichsweises Optimieren gegangen und da ist ab 2011 gestartet wurde mit Six Sigma einer Methode und dann kam eine Transformation und das ist nämlich für mich auch das Thema Lean als Philosophie, nicht als Methode, die dann eingeführt wurde. Sehr systematisch. Wo wir Bereich, Abteilung für Abteilung eben ein halbes Jahr beleuchtet haben und dann eben klassisch nach einem Optimierungsprojekt Ist-Analyse, Zielzustand und dann eben die Maßnahmen und die Ideen dort berücksichtigt haben und umgesetzt haben. Ich erzähle gleich nochmal, was heißt für uns Transformation, auf welchen Ebenen arbeiten wir da. Wir haben das Thema Ideenmanagement noch stärker systematisiert, um wirklich den Continuous Improvement Process zu verbessern und die Mitarbeiter stark mit einzubeziehen. Bei uns sind die Führungskräfte stark in den Transformationen mit eingebunden. Das heißt, die Verantwortlichkeiten liegt bei der Führungskraft, die Kollegen, Lean-Experten sind da unterstützend tätig. Als wir eben die bereichsweise Optimierung durchgeführt haben, im Anschluss haben wir dann eine Weiterentwicklung und ich sage mal Weiterentwicklung, das ist nicht so, dass wir Sie hier sagen können, Lean ist abgehakt und jetzt machen wir was anderes, also nicht mit tragen keine neue Sau durchs Dorf, sondern es ist eine Weiterentwicklung. Wir haben gesehen, wir haben erstmal die Bereiche optimiert, haben dann gesagt, so, wir gucken end-to-end, bereichsübergreifend jetzt nach dem Optimum, haben die End-to-End-Transformation gestartet und sind jetzt dabei, eben mit dem Kata das noch zu ergänzen, um Operational Excellence zu erreichen. Unsere Transformationen sind immer auf drei Ebenen, also ganzheitlich als Ansatz. Natürlich das operative System, wo wir auf unsere Prozesse gucken, sehr stark da Instrumente sind eben wie Wertstrom. Aber auf der anderen Seite eben auch das Management-System und Einstellung und Verhalten, also die People-Komponente, die wir da stark berücksichtigen. Sehr intensiv ist da bei uns das Thema Leistungsdialoge und Führung vor Ort behandelt worden. Also wir haben eine Leistungsdialogkaskade, die eben am Shopfloor von den Mitarbeitern gestartet wird, bis eben zu mir als Produktionsleiterin um 9 Uhr morgens habe ich sämtliche Informationen und kann dann eben auch agieren. Wir haben das Thema Problemlösekompetenz mit Schulungen in die Mannschaft gebracht. Von daher sind wir sehr stark in Ursachenanalysen und Abstellen von Problemen. Das Thema
Effizienz in Meetings, Besprechungskultur. Wir haben bei uns eine Meetinglandschaft. Wir haben klar definierte Zeitkorridore, wo Besprechungen durchzuführen sind. Das kann einfach nur funktionieren, wenn das für den gesamten Standort funktioniert. Also von 6 bis 9 Uhr wird keine Besprechung eingerufen, weil wir da am Shopfloor sind. Also das sind Themen, die wir in den Transformationen gestartet haben und aus unserer Sicht eben auch einem guten Stand sind. Wir haben aber gemerkt, wir sind eben auch sehr stark retrospektiv unterwegs. Im Rahmen vom Shopfloor-Management gucken wir zurück, was ist in den letzten 24 Stunden gelaufen. Ideenmanagement hat uns Richtung kontinuierlicher Verbesserung geholfen und weitergebracht. Aber ist das alles immer wirklich zielgerichtet oder ist das ein bisschen nice to have, was wir auch an der einen oder anderen Stelle machen? Setzen wir unsere Ressourcen wirklich da ein, wo wir sie auch brauchen? Und von daher haben wir uns überlegt, ich gehe nochmal drüber weg, uns überlegt, das sind eigentlich unsere Gaps, die wir aktuell noch haben und daran wollen wir weiter arbeiten. Und da kam bei uns auf einmal das Thema auch Kata auf. Wie können wir unsere Mitarbeiter auf Mitarbeiterebene stärker befähigen? Also Nutzung des Wissens und Erfahrungen und Fähigkeiten aller Mitarbeiter. Wir merken einfach, in der VUCA-Welt, also in der hohen Volatilität, in der Unsicherheit, in der wir momentan leben, Komplexität steigt. Das kann nicht so funktionieren, wie wir bisher gearbeitet haben, in einem kleinen Kreis von Experten, von Führungskräften, sondern wir müssen die Gehirne aller Mitarbeiter bei uns mit einbeziehen. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir sehen, wir haben den Fokus sehr stark darauf gelenkt, eben zu gucken, wo haben wir Abweichungen, wie können wir die Abweichungen wieder schließen, also mit dem Keil immer versuchen, den Ball da zu halten. Wir müssen stärker oder wollen stärker eben zu gucken, perspektivisch, wie können wir uns zielgerichtet weiterentwickeln. Im Ideenmanagement, wir haben tolles Ideenmanagement, wir haben viele Ideen von den Mitarbeitern, aber wir können gar nicht alles bearbeiten. Und da ist auch die Frage, welche Themen bearbeiten wir? Geht das nach, wo haben wir die großen Benefits, wer schreit am lautesten? Oder wie kriegen wir es wirklich hin, dass die Ideen, die wir dann auch bearbeiten, uns zu dem Zielzustand führen? Das waren die Gedanken, wo wir gesagt haben, wo können wir noch einen Beitrag über eine andere Philosophie bekommen? Und da kam das Thema Kata auf. Kata haben wir in zwei Stufen eingeführt. Zum einen haben wir im ersten Schritt im Rahmen von Führung vor Ort die Führungskräfte geschult in der Fragetechnik. Nur die Fragetechnik. Da hieß das bei uns noch gar nicht Kata, sondern wir haben einfach die Elemente, die wir im Rahmen von Führung vor Ort haben, ergänzt durch die Fragetechnik mit den 5 Fragen. Und da war schon erstmal bei den Führungskräften, warum brauche ich das? Wo hilft mir das? Mache ich doch so und so schon. Und wir haben sehr schnell auch da mit externer Begleitung 1:1 wirklich da ganz tolle Reaktionen gehabt, Kollegen, die im Nachhinein sagten, Mensch, es ist viel einfacher für mich zu arbeiten. Ich habe immer den Affen auf die Schulter setzen lassen, aber mit den Fragen kann ich viel stärker meine Mitarbeiter aktivieren und in die Lösung mit einbeziehen. Und das war wirklich ganz besonders, dass die Kollegen dann auch wirklich als Multiplikatoren in die Organisation gegangen sind. Das war für uns der erste Schritt. Das war noch nicht das Kata, so wie wir es hier besprochen haben. Aber es war gut, weil die Kollegen schon Erfahrung damit sammeln konnten und sich damit vertraut machen konnten. Im zweiten Schritt haben wir dann gesagt, ja, wir wollen Kata einführen. Wie machen wir das? Wir haben uns entschieden, das über einen kleinen Bereich zu machen, um Erfahrung zu sammeln, um zu gucken, wie kann das bei uns funktionieren und haben aber, bevor wir mit einem Piloten gestartet sind, das ganze Managementteam abgeholt. Mir ist es wichtig, dass wir als Managementteam das gleiche Verständnis haben, dass wir mit einer Sprache in die Organisation gehen. Das ist für mich ein Erfolgsfaktor. Und es ist schwierig, ich sage es auch meinem Chef, habe ich versucht, Kata zu erklären. Ich habe gemerkt, das ist derjenige, der es nicht erlebt hat,
schwer zu greifen. Von daher hat die Schulung einfach auch da nochmal ganz andere Wege eröffnet, weil die Kollegen haben gesagt, jetzt haben wir es verstanden, wir haben es erlebt und können das ansprechen, dann ganz anders auch in die Organisation bringen und auch vorleben. Also wir haben mit dem Managementteam ein Training gemacht, der Ralf hat das bei uns eingeführt und das Führungsteam aus dem Pilotbereich. Wir haben dann sehr stringent in die Zielentfaltung gegangen, haben dann Zeit gehabt, die Zielentfaltung durchzuführen, haben die Mitarbeiter definiert für den Piloten. Wir sind sehr stark auf die erste Führungsebene gegangen, also unsere Meister, haben zwei Mitarbeiter schon mit in der Schulung gehabt, aber das war, also alle Hierarchien waren mit dabei, Produktionsleitung, Betriebsleitung, Meister und eben auch Mitarbeiter und haben dann aus der Zielentfaltung uns Themen ausgewählt, 5 Themen, die wir bearbeiten wollen in unserem ersten Zyklus und hatten dann jetzt im März das Training 3 Tage und sind in dieses Training schon mit den echten Themen auch reingegangen. Also nicht, dass wir an Beispielen geübt haben, sondern wir haben wirklich die echten Themen genommen und uns war dann wichtig, nach dem Training direkt auch weiterzumachen, also keine Pause entstehen zu lassen, sondern an dem letzten Tag des Trainings hieß es dann, die Storyboards, die wir aufgebaut haben, wo sind die Plätze in der Produktion, wo hängen wir es auf, haben wir Magnetboards, wo wir das machen können und es hing einen Tag später in der Produktion, wir hatten wie gesagt keinen Verlust und das ist, denke ich, wichtig, dass man dranbleibt und nicht eine Zeit lang auch dazwischen verliert. Wir haben dann die 5 Cutter-Themen in Lerngruppen bearbeitet. Unsere Lerngruppen bestehen immer aus 3 Personen. Wir haben einen Verbesserer, einen Coach und einen Second Coach und wenn eben der Coach nicht da ist, haben wir die Möglichkeit, das Coaching trotzdem stattfinden zu lassen. Da geht der Second Coach in die Coaching-Rolle. Also das war uns auch wichtig, dass wir nicht sagen, wenn einer fehlt, haben wir sofort ein Gap, sondern ist es kontinuierlich weiterläuft. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir jetzt schon die 2. Welle des Trainings stattgefunden hat, nämlich gerade vor 2 Wochen. Wir haben im Vorfeld nochmal auch die Zielentfaltung, die wir ja immer uns anschauen, nochmal geguckt, stehen wir noch da, wo wir sind, haben wir aktualisiert, haben neue Themen daraus generiert und sind jetzt mit weiteren 6 Themen unterwegs. Wir haben aus denen sind schon einige abgeschlossen und haben auch dort eben neue Themen generiert. Wichtig war uns auch, wie können wir die Nachhaltigkeit, also wie bleiben wir dran, wie können wir das sicherstellen. Wir haben das Monitoring, wenn wir ein Thema abgeschlossen haben, eben mit in die Leistungsdialoge integriert, also in bestehende Systeme, nicht was Neues aufbauen, sondern wir haben versucht, das in bestehende Systeme zu integrieren. Ich lass mir täglich berichten, wie der Stand in den einzelnen Coachings ist, mit den Karten, die wir gestern auch in den Workshops kennengelernt haben. Also von da habe ich da täglich einen guten Überblick und entscheide dann, in welches Coaching gehe ich mit rein. Und wir haben auch 2-mal monatlich einen Erfahrungsaustausch, wo alle Verbesserer und Coaches zusammenkommen und wir überlegen, was können wir am Prozess verändern, gibt es irgendwelche Themen, die hinderlich sind und wo haben wir aber auch persönliche Weiterentwicklung. Also es ist ganz toll, dass eben auch Kollegen von ihren persönlichen Weiterentwicklungen berichten, wo sie sagen, Mensch, da hatte ich ein total tolles Erlebnis. Also da ist ganz viel Energie drin und viel Spaß dabei und wichtig ist uns, dass wir das teilen. Wichtig ist auch, dass wir, wie haben wir gesagt, kriegen wir die Kollegen vom Managementteam auch und alle anderen Mitarbeiter informiert. Wir machen Gemba Walks eben in die Bereiche und es wird berichtet darüber. Und das andere auch, wenn wir ein Thema abgeschlossen haben, wir fassen das auf einer Seite zusammen und kommunizieren das in die Organisation. Und das machen die Verbesserer und die Coaches und dass es eben wirklich von den Kollegen zu ihren Kollegen ist. Also das sind so Sachen, die wir uns vorher überlegt haben und es funktioniert sehr gut. Wie sieht so eine Zielentfaltung aus? Also wir haben das jetzt komplett weitergeführt aus dem Businessplan, aus unserer Balance Scorecard, ist es jetzt runtergebrochen. Also wenn wir hier den Gesamtfactory haben, mein Produktionsbereich, das sind die technologischen Bereiche mit der Düsenfertigung, Spritzguss, Montage. Also wir haben das runtergebrochen über die Bereichsziele und dann auf einzelne Linien und Anlagen.
Das sieht wie folgt aus. Wir haben das im Excel gemacht. Also das T-Modell, wir sind Ende 2017, haben wir den Ist-Zustand. Wir haben uns einen Zielzustand genommen für 2019. Und es gibt natürlich in den einzelnen Katas kürzere Ziele. Also das ist jetzt nicht, dass wir einen Kata 2 Jahre laufen lassen, sondern eben auch über 3 Monate. Also von daher sind das genau das Bereich Produktion mit Produktivität, Bestände, Right First Time und unserer Kunden, also Auslieferungslevel. Ich habe hier bei mir die Düse, den Spritzguss, die Montage und beispielsweise jetzt für den Spritzguss haben wir hier dann die Prozesskennzahlen, die dann natürlich in der nächsten Ebene wieder zur Ergebniskennzahl werden. Das heißt, hier ist das T-Modell für den Spritzguss. Hier die Prozesskennzahlen wandern als Ergebniskennzahl rein. Also die Teile, die in dem Spritzguss monatlich produziert werden müssen. Was haben wir für Bestände? Und dann haben wir 5 Bauteile, die dort produziert werden, haben wir das auf Bauteilebene runtergebrochen. Und aus Bauteilebene geht es dann wirklich auf einzelne Anlagen. Somit haben wir einzelne Mitarbeiter, die zum Beispiel für bestimmte Bauteile zuständig sind, bestimmte Anlagen, die wissen genau, meine Anlage, die wir jetzt hier haben, die M37, hat momentan die Werte, aber um unsere Ziele zu erfüllen in 2019, brauche ich genau die Werte. Und von daher wird dann genau an den Themen gearbeitet. Also so strukturiert haben wir das gemacht. Ich sage auch, das ist nicht trivial. Also ich habe in dem anderen Vortrag eben gehört, das ist nicht so eine 1-zu-1-Beziehung, ist nicht einfach. Und wir haben hier, man sieht es auch, noch Lücken, gerade wenn es um OP geht, Datenerfassung aus den Maschinen, ist es bei uns genauso kompliziert. Was haben wir für Verlustarten? Die kriegen wir nicht 1-zu-1 aus den Daten, die wir momentan haben, raus. Aber wir sind angefangen und die Lücken haben wir einfach auch gekennzeichnet. So stringent haben wir das durchgeführt und für die Mitarbeiter ist es greifbarer geworden und auch nachvollziehbar, an welchen Themen müssen wir arbeiten und wollen wir arbeiten. Hier habe ich noch ein paar Impressionen mitgebracht für die Implementierung, also mit den Trainings. Auch da haben wir viel Spaß gehabt. Wir haben die Rituale eingeführt, eben genauso mit Handshake. Und das ist immer ist bei uns immer noch so. Und von daher macht das Spaß. Wir haben unsere Cutterboards auch sehr strukturiert eben und auch gleich ausgerichtet. Alle stehen an der Linie. Und wir haben hier ein Bild von der Cutterwand, wo ich von den 5 Themen, die wir gestartet haben, eben täglich berichtet mit dieser Zusammenfassungskarte, wo steht gerade das Projekt, in welche Hindernisse, was sind, waren die Erfahrungen aus dem letzten Schritt, was sind die nächsten Schritte und welche Erwartungen wir da haben. Und demnach entscheide ich, an welchem Coaching ich als Second Coach damit teilnehme. Das sind Beispiele von unseren One-Pagern, wo wir dann nochmal einfach die Ergebnisse zusammenfassen, um einfach auch das in die Organisation, mit der Organisation zu teilen. Ja, was sind die Lernerfahrungen? Also ich will gar nicht auf alles eingehen, ich habe schon vieles genannt. Experimente sind auch durchzuführen, sind auch im GMP-Umfeld möglich. Das waren viele Hindernisse, die wir oft gehört haben. Experimentieren im sehr stark regulatorischen Umfeld, können wir das überhaupt tun? Ja, das kann man tun, das können wir tun und wir sehen, wie viel Spaß das macht. Und ich sage ganz ehrlich, meine Erwartung ist dann noch übertroffen worden, mit wie viel Motivation jetzt die Kollegen daran arbeiten. Auch wo wir sagen, wir haben unsere Zielwerte erreicht, wo wir sagen, wir nehmen jetzt unsere Kapazität, unsere Ressourcen auf ein anderes Thema. Die Kollegen, die daran gearbeitet haben, arbeiten trotzdem daran weiter, weil sie den Ehrgeiz haben, da geht noch was. Also von daher wird das dann delegiert und das ist wirklich richtig, richtig gut. Wichtig war, ist ein Erfolgsfaktor, dass das Management-Team auch Cutter versteht und erfährt. Für uns war es gut, einen kleinen Pilotbereich zu starten, um Erfahrung zu sammeln, aber eben alle Hierarchieebenen mit einzubinden. Wir haben echte Themen im Training bearbeitet mit den Lerngruppen. Wichtig war für uns auch noch Zeit in die Planungsphase zu investieren, weil wir doch gesehen haben, wenn wir die Datenlage nicht gut war, Schleifen gedreht haben. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig und uns hilft eben ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch und Reflexion über das, was wir gemacht haben. Auch das Thema Nachhaltigkeitskonzept hilft uns jetzt eben, dass wir das, wir führen es durch, Sie haben gesehen, seit März
auch wirklich kontinuierlich und konsequent durchführen und mit viel Spaß auch die Kollegen dabei sind. Ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub, in der Zeit ist das zweite Training gelaufen, ich kam zurück und ich habe so viel gute Resonanz bekommen und ich in mein erster Tag zurück, das Board, was Sie gesehen haben mit den 5 Themen, ist schon erweitert worden auf jetzt 11 Themen. Die Verbesserer standen am ersten Tag da und haben gesagt, ach klasse, dass Sie zurück sind, jetzt zeigen wir mal, was wir alles hier gemacht haben. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut, mit wie viel Energie und Spaß die Kollegen daran arbeiten und wie viel Erfolg wir haben. Also auch die Ergebnisse aus den One-Pagern, da ist wirklich richtig was umgesetzt worden, was wir so in dem Maße gar nicht erwartet haben. Danke Ihnen vielmals. So, ich glaube, aus Zeitgründen wird es auch schwierig mit Fragen. Eine Frage habe ich die Genehmigung. Gibt es eine Frage? Ja. Dann versuche ich mal eine Frage oder 3 Themen in einer Frage zu stecken. erste Frage, die Verbesserer, sind die zu 100% freigestellt für Verbesserungen oder sind die anderweitig im Produktionsbetrieb eingebunden? Zweite Frage, wie ist das Verhältnis von Verbesserer zu Shopfloor-Mitarbeitern? Und dritte Frage, wie haben Sie verhindert, dass der Pilot kein Polizei oder Schnellzug oder wie auch man immer das nennt, also ein Pilot ist, der alle Fokussierungen hat, aber später im praktischen Leben bei der weiteren Ausrollung nicht wirklich umgesetzt werden kann, also der Realität entspricht. Ich versuche das jetzt kurz und knapp zu beantworten. Erste Frage war Verbesserer, ob sie freigestellt sind. Nein, sie sind nicht freigestellt. Das ist ja unsere Meister und auch eben auch ein Mitarbeiter. Die machen das im Rahmen ihrer Aufgaben. Und für mich ist das Thema bei den Meistern Führung vor Ort. Wir haben sehr stark definiert, wie viel Zeit verbringen bestimmte Rollen auch am Shopfloor. Und von daher ist es im Rahmen ihrer Tätigkeit am Shopfloor eine Tätigkeit, die sie tun. Die Mitarbeiter machen das auch im Rahmen ihrer Tätigkeit Operator bei uns, sind Maschinenbetreuer und betreuen ihre Anlage und sie kriegen ein Thema, wo sie ihre Anlage betreuen. Es gibt ja Phasen, wo die Anlage vielleicht nicht so stark in Störung ist, also von daher haben sie ihre Zeit dazu. Das ist integriert in ihre Arbeitsabläufe. Die zweite Frage war, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Wir haben unterschiedliche Modelle. Wir haben zum einen haben wir natürlich auch genau Hierarchie, dass die Führungskraft auch den Mitarbeiter coacht. Das hat ein bisschen organisatorische Sachen. Im Schichtbetrieb ist es manchmal sonst schwierig, wenn jemand, der schichtet, von einem gecoacht wird, der auf Gleitzeit ist, dann haben wir einfach immer das Thema Nachtschicht. Das sind Sachen, die wir berücksichtigt haben. Wir haben aber auch Pärchen, Lerngruppen, wo das nicht der Fall ist. Und wir sind wirklich noch, ich habe noch keine abschließende Meinung dazu, was ist das Richtige. Ich glaube, es geht beides und es hat beides Vor- und Nachteile. Also von daher haben wir beide Möglichkeiten in Lerngruppen jetzt auch bei uns im Einsatz. Und das dritte, Pilot ist nicht, dass das in einem abgekennzeichneten Raum ist. Für mich heißt Frontrunner nur, dass wir das erstmal im kleinen Bereich machen, dass wir Erfahrungen sammeln. Also das ist jetzt, also von daher, also das heißt, wir weiten es schon leicht aus, zum Beispiel Produktionsbereich. Wir sind mit dem Spritzguss und der Montage angefangen. In der zweiten Welle ist jetzt schon die Düsenfertigung mit dabei. Wir versuchen eben durch die Information eben den gesamten Standort da zu integrieren. Managementteam kennt den Stand. Also es ist jetzt keine abgekapselte Lösung, die nicht integriert ist in unsere sonstigen Tätigkeiten. Wie der Rollout aussieht auf den gesamten Standort, das ist ein Thema für nächstes Jahr, was wir im Managementteam besprechen werden. Und da ist schon unser Ansehen, nicht in dem Produktionsbereich zu bleiben, sondern dann sehr schnell auch in die anderen Bereiche zu gehen. Gerne. Gut.